will heute zu Ihnen über Sammlungen sprechen, und zwar über Sammlungen, von denen einige fast 200 Jahre alt sind und andere jedoch noch nicht einmal 50. An diesen Sammlungen interessiert mich ein besonderer Aspekt, der auch den Titel dieses Vortrags liefert. Das unzeitgemäße Wissen, dass diese Sammlungen, ich glaube, ich spreche hier rüber, oder? Beides, okay. Das unzeitgemäße Wissen, dass diesen Sammlungen häufig, vielleicht sogar fast immer, zu eigen ist. Und das dazu führt, dass Sammlungen in der Geschichte immer wieder ihre Sammler überrascht haben. Meine Fallbeispiele sollen hier unter anderem Charles Darwin, Leo Frobenius und Erwin Panofsky sein. Aber lassen Sie mich kurz vorab umreißen, was ich damit meine, bevor ich zu den Fallgeschichten komme. Wenn von Sammlungen, insbesondere wissenschaftlichen und universitären Sammlungen, gesprochen wird, ist häufig von Sammlungen als Wissensspeicher die Rede. Das ist natürlich eine Metapher, und mich interessiert, was diese Metapher fassen kann und was sie außen vor lässt. Sammlungen als Wissensspeicher also. Unter Speicher verstehen wir Orte, Einrichtungen, Container, in denen Gegenstände, Flüssigkeiten oder auch Gase eingelagert werden, um sie für einen bestimmten oder auch unbestimmten Zeitraum aufzubewahren. Wir kennen ganz verschiedene Arten von Speichern. Der gängigste Speicher ist der Silo, den wir bei Fahrten mit dem Zug oder dem Auto von Ferne sehen und in denen meistens Futtermittel oder feinkörnige Baustoffe gelagert werden. Zur Zeit der Erdgaskrise war in den Nachrichten häufig von den Erdgasspeichern die Rede, womit große unterirdische Anlagen bezeichnet werden, deren Einlagerungen dazu dienen, Lieferengpässe auszugleichen. Es gibt die sogenannten Endlager, ebenfalls Speicher, in die wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht aufbewahren wollen, sondern die für immer verschwinden sollen. Und ich komme aus dem süddeutschen Raum, was man vielleicht an einigen Formulierungen merkt, meistens nicht, aber es ist so. Ich bin Frankfurterin, genau. Und dort gibt es natürlich den Speicher, den Dachboden, der häufig dazu benutzt wird, Dinge einzulagern, die man kurzfristig nicht mehr braucht, die Skiausrüstung im Sommer oder das aufblasbare Schwimmbecken im Winter. Es werden dort aber auch Dinge eingelagert, die man im Grunde gar nicht mehr braucht und bei denen man sich noch nicht traut, sie wegzuschmeißen. Wozu soll diese Speichertypologie dienen? Dazu, zu klären, was gemeint ist, wenn wir von Sammlungen als Wissensspeicher reden. Ich glaube, dass die Metapher des Wissensspeichers häufig im Sinne eines Silos verwendet wird. Ein Objekt wurde gesammelt, zusammen mit anderen Objekten, um eine bestimmte Beobachtung, Erkenntnis oder Entdeckung zu dokumentieren, und diese kann anhand dieser Objekte später wieder abgerufen werden. Tatsächlich beschreibt diese Metapher zutreffend viele Sammlungen und wie sie verwendet werden. In der Botanik, in der Zoologie, der Mineralogie, der Geologie, aber auch in der Kunstgeschichte oder Ethnologie. Eine botanische Sammlung erfasst etwa alle Orchideenarten, die in Costa Rica gefunden worden sind. Und dieses Wissen kann im Museum, im Archiv, in der Sammlung jederzeit wieder abgerufen werden. In dieser Weise funktionieren auch Sammlungen von Artefakten. Eine kunsthistorische Sammlung dokumentiert etwa die Kunst des Quattrocento in Oberitalien, eine Sammlung von Federgewändern, die Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts auf den hawaiianischen Inseln. Diese Sammlung ist der Silo, er wurde mit Wissen befüllt und dieses kann wieder entnommen werden. Das Befüllen und Entnehmen ist natürlich dabei kein einfacher Akt. Der Wissenschaftssoziologe Bruno Latour hat in seinem Aufsatz Der Pädologenfaden von Boa Vista detailreich beschrieben, wie ein Objekt aus seiner Umwelt herausgelöst werden muss, bearbeitet, konserviert, transportfähig gemacht, gelagert und katalogisiert, um zu einem aussagekräftigen Sammlungsobjekt zu werden. Die Kunsthistorikerin und Wissenschaftshistorikerin Anke Tehesen hat beispielhaft untersucht, welche räumliche Ordnungssysteme dafür sorgen, dass ein Objekt in Wissen verwandelt werden kann. Von den Katalogen der Forscher bis hin zu den Schränken. Aus diesen Forschungen sind bei Anke Tehesen nicht nur zahlreiche Aufsätze und Bücher vorgegangen, sondern auch eine Ausstellung. Das ist ein Katalog, den ich zeige als Anke Tehesen, die ist inzwischen in Berlin, aber sie war eine lange Zeit in Tübingen und hat eine Ausstellung gemacht mit dem schönen Titel Auf und Zu, der Schrank in den Wissenschaften. Und das ist zum einen der Katalogtitel, fotografiert hat damals Candida Höfer, und das sind die mathematischen Modelle in der Sammlung der Tübinger Universität. Am Beispiel verschiedener Labor- und Universitätssammlungen haben die Wissenschaftshistoriker Nick Hopwood und Soraya de Charadevian zeigen können, welche Bedeutung diese Modellsammlungen haben für die Produktion von Wissen, denken Sie etwa an das Doppelhelix-Modell von Crick und Watson, und natürlich in der Weitergabe von Wissen. Nick Hopwood hat das ausführlich an embryologischen Modellen gezeigt. Die Wissenschaftshistorikerin Emma Sperry hat in einer lang angelegten chronologischen Studie vorgeführt, wie Sammlungsstücke ihre Bedeutung ändern können,
und Susan Lee Starr und James Griesemer haben es um die Erkenntnis bereichert, dass manche Objekte gleichzeitig für unterschiedliche Forschungsfelder Wissen generieren und dafür den Begriff Boundary Objects geprägt. Ich glaube, an dieser kurzen Übersicht sieht man bereits, wie begrenzt die Vorstellung eines Speichers ist. Einfach gesagt, Sammlungen sind nicht statisch, sie bleiben selten, was sie waren. Sie wandeln, verändern sich, sie können selbst den Erwartungshorizont ihrer eigenen Sammler übersteigen. Hans-Jörg Reinberger spricht von den epistemischen Dingen, wenn er die Arbeit von Wissenschaftlern im Labor beschreibt. Dieser Begriff fasst zwei Phänomene, nämlich zum einen, dass Dinge, Modellorganismen, Zellkulturen, Nebelkammern in das Labor geholt werden, dass ihnen eine Widerständigkeit und eine selbstständige Dynamik zu eigen ist. Zum anderen aber auch, dass diese Dinge in ein System eingebracht werden, um sie lesbar, experimentiertauglich, aussagekräftig zu machen. Das gilt natürlich nicht nur für das Labor, sondern auch für das Archiv und die Sammlung. Kurzum, Sammlung und das Verhältnis zum Sammler zeichnet eine Eigendynamik aus. Wenn wir in der Metapher des Speichers bleiben wollen, es kommt vor, dass jemand glaubt, Weizenkörner in den Silo einzufüllen und beim Entnehmen plötzlich zu seiner Überraschung Mais, Fischmehl oder sogar Kieselsteine und Zement in Händen hält. Und ich möchte jetzt zu den Fallbeispielen kommen, eben wo diese Momente eingetreten sind, dass Sammlungen eine bestimmte Vorstellung davon hatten, was sie gesammelt haben und später überrascht waren, was sie in ihren Sammlungen vorfanden. Das erste Beispiel ist Charles Darwin. Ich zeige Ihnen hier in einer späten Karikatur aus dem Jahr 1881. Das ist Charles Darwin, der Greise Charles Darwin, schon kurz vor seinem Tod in einer Karikatur von Punch. Sein letztes Buch war den Regenwürmern gewidmet und das greift diese Karikatur ironisch auf. Darwin sitzt in der Mitte wie Michelangelos Gottvater. Und um ihn herum ist so ein Evolutionsstrudel, wo sich die Kette des Lebendigen von den Regenwürmern über die Affen bis hin zum Schöpfer der Evolutionstheorie selbst entwickelt. Über Charles Darwin möchte ich heute Abend reden, und zwar zum einen, weil er der Prototyp des überraschten Sammlers ist. Wie viele von Ihnen wissen, hat er von 1831 bis 1836 eine Weltreise unternommen. Er war 22 Jahre alt, als er losfuhr, und 26 Jahre, als er zurückkam. Das ist der junge Charles Darwin, allerdings auch schon nach dem Rückkehr von seiner Weltreise. Er hat England verlassen und ist über Südamerika, Feuerland, Chile, die Galapagos-Inseln, Australien, Südafrika wieder zurück nach England gefahren. Kontinentaleuropa hat Charles Darwin nie betreten, also er war nie in Paris, nie in Berlin, nie in Madrid oder in Rom. Von diesen Reisen, von dieser sehr ausgedehnten Weltreise hat er sehr viel mitgebracht, unter anderem 15 Feldnotizbücher, 770 Seiten Tagebuch, 386 Seiten zoologische Aufzeichnung und 200 Seiten allein über wirbellose Tiere. Dazu kommen umfangreiche geologische Notizen. Natürlich hat er auch viele Objekte mitgebracht. Die Beagle war kein großes Schiff. Manches wurde im Bug der Beagle eingelagert, einiges wurde aber auch vorausgeschickt. Und er hat Fossilien, Reptilien und Fische und vor allen Dingen Vögel gesammelt. Darwin fuhr mit einer bestimmten Erwartungshaltung los, die er die meiste Zeit beibehielt. Und die er dann erst wenige Monate, nachdem er in London wieder zurück war, über Bord warf. Und der Grund dafür war seine Sammlung, die sich als etwas völlig anderes entpuppte, als er gedacht hatte. Auch hier kann man die Metapher des Entpuppen wörtlich nehmen. Also Darwin hat quasi Raupen gesammelt und nachher Schmetterlinge in der Hand gehalten. Der zweite Grund, warum ich darüber sprechen, über Charles Darwin sprechen möchte, ist, weil ich selbst das Glück hatte, eben in der Zeit meiner Doktorarbeit seine Sammlung mir anzuschauen. Das geht dabei vor allen Dingen um seine Aufzeichnungen. Ich habe meine Dissertation damals am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte geschrieben und ich glaube, Darwin ist tatsächlich der Glücksfall eines Archivs, ein wirkliches Eldorado. Ich glaube, neben Goethes Nachlass gibt es kein Archiv, was so vollständig ist. Darwin ist natürlich auch ein Nationalheiliger. Alle seine Sachen werden in der University Library of Cambridge aufbewahrt. Und diese Weltreise machte ihn als jungen Mann bereits berühmt, obwohl sich noch nicht abzeichnete, dass er auch zu einem derart bedeutenden Forscher werden würde am Anfang. Aber es hat dazu geführt, dass alles aufgehoben worden ist von ihm. Also auch später zu Hause, jede Notiz, jeder Brief ist archiviert worden. Und wir haben ein ziemlich vollständiges Archiv, das sein Leben und natürlich auch seine Art zu forschen dokumentiert. In dieser Sammlung, in diesem Archiv findet sich unter anderem dieses berühmte Notebook B
mit diesem Bild, das Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Es ist vielleicht das berühmteste Bild, das Darwin angefertigt hat. Meine Doktorarbeit hat sich um die Frage gedreht, wie Darwin mit Bildern umgeht. Der Hintergrund dafür war eine ganz einfache Frage. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir alle, wenn wir die Evolutionstheorie lernen, sie über Bilder lernen. Wir kommen als Kinder bereits früh mit Bildern in Kontakt, in Büchern, in Filmen, in Naturkundemuseen. Und bevor wir Evolutionstheorie schreiben oder aussprechen können, wissen wir, wie sie aussieht. Mich hat interessiert, ob das ein nachträgliches Phänomen ist oder ob das bei Darwin ähnlich vonstatten geht. Und ich konnte, glaube ich, relativ gut zeigen, dass tatsächlich Darwin seine Evolutionstheorie anhand vom Ausskizzieren von Bildern stets begleitet und entwickelt. Ein Bild ist in dieser Forschungsarbeit zentral und das ist dieses Bild, was Darwin mit I think überschreibt. Auch das, finde ich, ist ein Glücksfall des Archivs. Also wir sehen tatsächlich den Punkt, er fängt sprachlich an und sagt, ich denke. Und dann das, was er denkt, zeigt er in einem Bild. Dieses Bild stammt von 1837, 1836 kommt er zurück, 1837 im Sommer zeichnet er dieses Bild. Es fasst alle Elemente seiner Evolutionstheorie, wie er sie später ausformulieren wird. Die Variation kommt vor, das Aussterben von Arten kommt vor. Also es gibt bei ihm Striche, die enden mit einem Querstrich. Viele meinen, dass das die ausgestorbenen Arten sind, sind aber nicht. Das sind die rezenten Arten, die es noch weiter gibt. Und die Striche, die praktisch im Nichts enden, das sind die ausgestorbenen Arten, sozusagen die Dead Ends der Evolution. Aussterben, Variation und gemeinsamer Ursprung kommen da drin vor. Und damit sind alle Elemente von Darwins Evolutionstheorie in diesem Bild eingezeichnet. Das passiert, als seine Sammlungen ausgewertet werden. Und vielleicht müssen wir uns vorher fragen, mit welcher Erwartung Darwin auf die Weltreise gegangen ist. Und ich zeige hier ein Bild des Augsburger Malers Johann Moritz Rugendas, der Anfang des 19. Jahrhunderts Brasilien bereist hat. Rugendas war in engem Kontakt mit Humboldt später auch, der ihn sehr gefördert hat. Und auch dessen Voyage pittoresque, die Herausgabe davon, die ist zwischen 1827 und 1835 erschienen. Und das war eben ein Bild davon. Humboldt hat diese Voyage pittoresque brasilianische Voyage pittoresque gefördert und hatte eigentlich auch vor, so eine Art Magnum der Naturmaler zu gründen, also Maler, die praktisch in die ganze Welt ausschwärmen, um die Welt zu erfassen und Bilder wieder zurück nach Europa zu bringen. Rugendas war für ihn der Prototyp dieses reisenden Malers. Dieses Bild kannte auch Charles Darwin, bevor er losgefahren ist. Wie gesagt, das Buch ist in mehreren Lieferungen erschienen und eine der früheren Lieferungen hatte Darwin offensichtlich auch in Cambridge. Und es gibt von ihm einen sehr schönen Brief, wo er beschreibt, dass er über den Bildern von Rugendas brütet und in den Gewächshäusern von Cambridge sein Reisefieber ausschwitzt und versucht, sich an die Tropen zu gewöhnen. Dieses Bild der Tropen nimmt er im Kopf mit und er nimmt natürlich auch viel mit, was er gelernt hat, während seines Studiums in Cambridge. Darwin hat angefangen, Medizin zu studieren. Er studiert dann Theologie. Theologie war im 19. Jahrhundert ein sehr breites Studium, was unter anderem auch botanische, geologische und zoologische Vorlesungen umfasst. Und die Erwartungshaltung, die Darwin mitgenommen hat, stammte aus diesen Vorlesungen. Und die Erwartungshaltung war ganz klar, dass die Arten konstant sind. Dafür gab es damals mehrere Hinweise, noch Charles Lyell, der große Reformator der Geologie war und die geologischen Zeiträume enorm erweitert hat, war der festen Überzeugung, dass die Arten trotzdem konstant seien. Zum Teil, weil man davon ausgegangen ist, dass die Zeitfenster, in denen sich Arten wandeln könnten, viel, viel kleiner sind. Also zum Beispiel ein Beispiel, was immer angeführt worden ist, ist, dass die mumifizierten Tiere aus dem alten Ägypten die gleichen Arten sind, die wir auch heute hätten. Also dass da keine Veränderung stattgefunden hat, da ist das Zeitfenster, würde man sagen, teilweise zu klein. Die Vorstellung, man wusste natürlich, dass es früher Dinosaurier gab. Und die Vorstellung war aber, dass in dem Moment, wo sich die Umwelt ändert, sich dann auch wieder die Arten ändern können, in sehr, sehr langen Zeiträumen, aber man hat sich das nicht als einen evolutionären Prozess vorgestellt. Von der Konstanz der Arten berichtet Darwin noch während seiner Reise, das ist ein Eintrag aus dem Reisetagebuch, der handelt von einem Tier, das heißt der Ameisenlöwe. Der Ameisenlöwe ist die Larve eines Netzflüglers, die einen großen Trichter in die Erde gräbt und da rutschen die Ameisen rein und werden dann mit so einer Zange vom Ameisenlöwen gepackt. Und Darwin sieht dieses Tier in Australien, ist sehr verblüfft und schreibt,
Was sagt der Ungläubige jetzt dazu? Würden zwei Handwerker zufällig auf so eine schöne, so einfach und doch so künstliche Einrichtung kommen? Das ist nicht vorstellbar. Die eine Hand gestaltet das gesamte Universum. Und die eine Hand war natürlich die Hand des Schöpfers, von dessen Wirken Darwin überzeugt war. Darwin, wie gesagt, ist nicht, erst nicht als Bordnaturalist auf die Reise mitgenommen worden, sondern er ist mitgenommen worden erst als Begleiter von Kapitän Fitzroy, der sich vor Vereinsamung an Bord der Beagle fürchtete. Die Kapitäne waren oft sehr streng von den Mannschaften getrennt. Und Fitzroy hat sich jemanden ausgebeten, der ihm an Stand und Bildung gleichrangig war. Das war Darwin. Und dann ist der Bordnaturalist, hat irgendwann das Schiff verlassen. Und daraufhin ist Darwin zum Bordnaturalisten geworden. Darwin kommt dann wieder zurück. Er hat viele Sammlungen entweder vorausgeschickt oder hat sie im Bug der Beagle dabei. Und er hat sich, was sehr ungewöhnlich damals war, ausgebeten, dass er entscheiden darf, wem er die Sammlungen zum Bestimmen gibt. Normalerweise hätte man gedacht, dass alle Sammlungen an das British Museum gehen, das Nationalmuseum. Darwin wollte sie aber auf verschiedene Sammlungen verteilen, weil er sich davon versprochen hat, dass sie schneller bearbeitet werden. Und darum gingen zum Beispiel seine Fossilien ans Hunterian College of Surgeons und wurden dort von Richard Owen bearbeitet. Seine Fische und Reptilien gingen ans British Museum. Die Vögel gingen an die Zoological Society. Und ich zeige Ihnen zwei Bälge aus Darwins Sammlung. Wer von Ihnen Biologe ist, wird wissen, was der rote Punkt auf dem Etikett bedeutet. Der rote Punkt bedeutet, dass das die Bälge sind, an denen die Art beschrieben worden ist. Es sind, wie sich dann eben herausstellen sollte, zwei Vögel der Gattung Geospiza von den Galapagos-Inseln, die wir heute Darwin-Finken nennen. Das Interessante war, Darwin, also in der Hoffnung, dass seine Sammlungen schneller bearbeitet werden, gibt diese Sammlungen an verschiedene Spezialisten und hat dann mit einem Phänomen zu tun, was ihn sehr beschäftigen wird. Ich zeige hier eine Klassifikationstafel aus einem Buch von Georges Cuvier. Das ist nur die Klassifikation der Insekten und das ist noch 1799, noch aus Paris. Was man, glaube ich, hier sieht, ist, dass das unheimlich feingliedrig alles geworden ist und dass solche Universalgelehrten eigentlich wie Linné, die noch das Ganze, also sowohl die zoologische Welt als auch die botanische Welt, das Reich der Mineralogie, bestimmen, dass es solche Leute immer weniger gibt. Cuvier war vielleicht einer der letzten und dass sich für jede Abteilung Spezialisten herausbilden. Das hängt damit mit dem Wachsen der Kolonialreiche zu tun. Frankreich hatte natürlich im 19. Jahrhundert die größte naturhistorische Sammlung. Im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert wird England zur größten Kolonialmacht aufsteigen und hat damit auch die größte Sammlung der ganzen Welt von naturhistorischen Objekten. Das ist bis heute so. Was Darwin ungeheuer abstößt, ist, dass die Spezialisten anfangen, sich über seine Sammlungen zu streiten. Die können sich nicht einigen, was er für Arten mitgebracht hat. Er nennt sie in seiner vornehmen Art, nennt er sie einerseits streitsüchtig in Briefen und andererseits sagt er, dass ihr Verhalten mit denen von Gentlemen nicht vereinbar sei. Man muss aber allerdings zur Verteidigung dieser Spezialisten sagen, dass es keine Charakterfrage war, sondern dass es tatsächlich ein handfestes Problem gab. Und ich glaube, wir können uns kurz versetzen in die Situation, so eines Spezialisten an einem Museum. Jeden Tag kommen im Hafen von London wahnsinnig viele Schiffe an, die sind alle vollgepackt mit Kisten von Sammlungsobjekten und die werden dann in die Museen geschoben, um bestimmt zu werden. Das heißt, von jeder Art gibt es nicht nur noch ein Tier, sondern es gibt ganz viele Belegexemplare und die Spezialisten müssen tagtäglich entscheiden, ob dieser Vogel, ob diese Spinne, ob dieses Reptil, ob diese Wurmmuschel, was auch immer mitgebracht wird, eine neue Art ist oder etwas ist, was man schon kennt und vielleicht eine Variation davon. Und die sind davon sehr überfordert und das ist auch bis heute so. Ich nehme an, dass es in den Göttinger Sammlungen auch noch vorkommt. Jedes Naturkundemuseum hat riesige Kisten, die bis heute nicht bestimmt worden sind, weil niemand dazu gekommen ist. Also es wird viel mehr gesammelt, als man bestimmen und verwalten und katalogisieren kann. Und natürlich, je kleiner die Sammlung ist, umso einfacher ist es, sie zu bestimmen. Je mehr Vergleichsexemplare man hat, kommt man ins Schwimmen und merkt plötzlich, es gibt so viele Varianten. Wann beginnt eine neue Art und was ist eine Variation? Und darüber gibt es einen riesigen Streit, den ich Ihnen sozusagen nur
bildhaft vorführen würde. Das sind alles Vorschläge für unterschiedliche Klassifikationssysteme. Und ich glaube, Sie sehen anhand der Bilder, dass es da sehr verschiedene gibt. Es gibt verschiedene Vorschläge, wonach klassifiziert wird, also ob nach den Organen, ob nach dem, nach bestimmten Knochen und so weiter. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Das sind auch sehr unterschiedliche Bereiche des Tierreichs, die ich jetzt gerade zeige. Aber vielleicht einen großen Unterschied, den Sie sehen, ist, dass es einerseits streng geometrische Klassifikationssysteme gibt und die sollen praktisch abbilden, dass das Naturreich in einer strengen Ordnung ist und dass diese Ordnung praktisch von den Wissenschaftlern aufgedeckt werden. Und es gibt da vor allen Dingen rechts unten, sehen Sie das, es gibt welche, die eher so wie Landkarten aussehen und so meandert wachsen und tatsächlich steht da die Vorstellung dahinter, dass das Naturreich eben nicht geordnet ist und dass es zu Unordnung im Naturreich kommt und dass wir keine strenge Ordnung des Naturreichs haben. Bei den Vertretern von strengen Ordnung geht es so weit, dass hier, das ist McLee, das sind Käfer, dass er hier Sternchen einfügt, weil er glaubt, dass diese Arten noch entdeckt werden. Das heißt, er hat sie noch nicht in seiner Sammlung, aber er kann sozusagen prognostizieren anhand seines Ordnungssystems, welche Arten noch entdeckt werden müssen. Das ist die große Frontstellung, die sich an den Museen abspielt. Einer der wichtigsten für Darwin auch ist ein Zoologe namens William Strickland, auch ein Experte für Vögel, der hat diese, die ich sehr schön finde, die in Cambridge im Wissenschaftsmuseum liegt, diese Karte, die ist tatsächlich etwa so groß, wie Sie sie hier sehen, die aufgerollt werden kann und die gehen zu diesen Treffen und rollen ihre Karten auf und versuchen sich eben mit verschiedenen Klassifikationssystemen zu überzeugen, dass es das jeweils Richtige ist. Strickland macht eine sehr interessante Definition dessen, was eine Art ist. Es wird natürlich dann versucht zu definieren, was ist eine Art. Und Strickland sagt, dass eine Art ist, was Learned Men of Science als Art bezeichnen. Und im Grunde, also sozusagen eine soziologische, darauf, wo sich die soziologische Definition darauf, worauf sich Spezialisten einigen können, dass es eine Art ist, das ist dann auch eine Art. Und im Grunde ist es bis heute so, wenn Sie eine neue, also wenn Sie der Ansicht sind, Sie haben eine Zwergorchidee in Costa Rica entdeckt, dann müssen Sie das einreichen bei einem Peer-Reviewed Journal aus diesem Bereich und wenn es da veröffentlicht wird, dann gilt diese Zwergorchidee tatsächlich als Art. Also insofern ist es tatsächlich bis heute so, dass es im Grunde eine soziologische Definition ist. Darwin nimmt zu diesem Streit eine Metaperspektive ein. Einerseits interessiert ihn, dass sich diese Leute streiten und er nimmt praktisch diesen Streit um Ordnung oder Unordnung des Systems zum Anlass darüber nachzudenken, was zu diesen erbitterten Kämpfen führt und er kommt zum Schluss sozusagen, es wird deswegen ein Streit geführt, weil eine Variation von einer Art, weil die Übergänge fließend sind, weil es sich sozusagen nicht einfach sagen lässt. Und das ist ein Anhaltspunkt für ihn, tatsächlich über die Konstanz der Arten zu verabschieden. Der andere, da könnte man mehrere Beispiele aus der Sammlung nehmen, aber ich nehme jetzt die Finken vielleicht, weil die am berühmtesten geworden sind. Der andere sind die Finken, die er mitgebracht hat, die von den Galapagos-Inseln und die er selbst als Bordnaturalist noch falsch klassifiziert hat. Also er trägt ein, dass er Amseln, Grasmücken und Zaunkönige unter anderem gesammelt hat und er kommt zurück und John Gould, der Zoologe an der Zoological Society, der Sohn eines Gärtners, aber wahrscheinlich der beste Vogelkenner der Welt zu diesem Zeitpunkt, der sagt, all diese Vögel gehören zu einer Gattung, zu der Gattung der Geospizae. Sozusagen, es gibt natürlich Streit, was ist eine Art, was ist eine Varietät, aber natürlich in der höheren Ebene auf Gattung und Familie können sich die Spezialisten eigentlich meistens einigen, was es ist. Darwin sieht aber, dass sozusagen, was ihm auffällt, wir kennen das aus dem Bereich von Hunden, von Rassen, dass man, und später wird es auch Darwins Beispiel werden, die Tauben sein, dass wir das Phänomen haben, dass tatsächlich Arten so, oder Rassen so unterschiedlich sein können, dass wenn man sie am Anfang sieht, fast nicht glauben kann, dass sie alle zusammengehören. Und Darwin entdeckt das eben an seinem eigenen Fehler, nämlich dass er diese Vögel so falsch klassifiziert hat, dass er nicht gesehen hat, dass sie zu einer Gattung gehören. Und dieser Reichtum dieser Galapagos-Inseln ist ein Inselphänomen, diese starken Artausbildungen, bringt ihn dann eben zum Nachdenken und er verabschiedet dann relativ schnell das Konzept von der Konstanz der Arten und ist davon überzeugt, dass es sowas wie Evolution im Naturreich gibt.
Es dauert sehr lange, bis Darwin damit an die Öffentlichkeit tritt. Es gibt zwischendrin so eine Art Kassiber in seinem Reisebericht in der zweiten Auflage, nämlich 1839 erscheint der erste Reisebericht, da ist von all dem noch gar nicht die Rede. 1845 kommt die zweite Auflage und da ist dieses Bild dabei, was Sie vielleicht in Varianten auch schon in Ihren Schulbüchern gesehen haben. Darwin hat das selbst sozusagen so zusammenkollagiert nach Vorlagen. Goulds Frau malt die Finken dann für den Reisebericht der Beagle und er kollagiert die so zusammen und schreibt dann eben dazu, wenn man diese Abstufung und Verschiedenartigkeit der Struktur sieht, so kann man sich wirklich vorstellen, dass infolge einer ursprünglichen Armut an Vögeln auf diesem Archipel die eine Spezie hergenommen und zu verschiedenen Zwecken modifiziert worden sei. Und er belässt es da im Konjunktiv, aber das ist natürlich das, was er 1859 dann in der Entstehung Arten im großen Stil zu beweisen versucht. Sie hatten das Zitat vorher gar nicht, ja, dann lasse ich es. Entschuldigung. Wir gehen jetzt nochmal mit 7-Meilen-Stiefeln kurz durch Darwins Bildarchiv. Sie werden sehen, dass die Fragen, die seine Sammlung bei ihm aufgeworfen hat, die Überraschung weiter anhält und er immer wieder versucht, sich in Bildern zu vergewissern, was es mit dieser Varianz auf sich hat. Das sind alles Zeichnungen von Darwin. Er wird immer wieder diese Evolutionsdiagramme zeichnen. Das ist ein früher Entwurf für eine frühere Ausgabe von Entstehung der Arten, zu der es dann nicht kommt. So wird es dann aussehen im publizierten Buch. Das ist das einzige Bild, was bei der Entstehung der Arten 1859 dabei sein wird. Sie sehen, er dreht es auf den Kopf. Und auch da besteht er darauf, das sieht man in den Anweisungen hier an den Stecher später, dass die Unordnung bitte beibehalten werden soll. Also Darwin ist der Ansicht praktisch, dass die Geschichte des Lebendigen ist ein drunter und drüber und soweit es geht, soll das auch in diesem Bild beibehalten werden. Es ist eine ausfaltbare Klapptafel, die Origin of Species beigegeben ist und die Idee ist tatsächlich, dass der Leser beim Lesen diese Tafel die ganze Zeit anschaut und als Referenz hat und immer wieder vom Text zum Bild und zurückspringt, so auch wie es Darwin gemacht hat. Ich habe von unzeitgemäßem Wissen in meinem Titel gesprochen. Sie werden wissen, dass das eine Formulierung ist oder das Unzeitgemäße von Friedrich Nietzsche, von seinen unzeitgemäßen Betrachtungen. Das Unzeitgemäße heißt sozusagen, wenn man es übersetzt, ist etwas, was nicht im Einklang mit dem Erwartungshorizont einer Zeit ist und nicht im Einklang mit dem Erwartungshorizont des Sammlers. Darwin hat auch, also seine Bücher zeugen davon, seine Reisetagebücher etwas gesammelt, wo es sich nachher als etwas ganz anderes herausgestellt hat. Negativ kann natürlich der Fall auch sein, das heißt, sie sammeln etwas mit dem Glauben, dass daraus mal eine Erkenntnis erwachsen würde. Ich glaube, die meisten Sammlungen werden mit diesem Versprechen begonnen und ganz viele Sammlungen verwandeln sich dann in sogenannten, auch eine Metapher natürlich, in sogenannten Datenschrott. Das heißt, es wird nie zu einer Erkenntnis kommen, es gibt nur eine stets wachsende Sammlung. Positiv gesehen haben diese Sammlungen natürlich alle das Potenzial, dass sie für was anderes gut sind, als sie ursprünglich angelegt worden sind. Und dass es praktisch wie in einer Babuschka immer noch eine weitere Figur gibt, die man in ihnen finden kann. Damit komme ich zu meinem nächsten Beispiel. Ich muss sagen, bei Darwin, das sind sozusagen Forschungen, die noch von mir gewesen sind. Es wurde gesagt, ich bin danach zur Zeitung gewechselt. Das heißt, ich kann nicht mehr so viel Zeit in Archiven verbringen und ich beneide alle von Ihnen, die Möglichkeit noch haben und auch gerade hier in Göttingen in diesen wunderbaren Sammlungen arbeiten können. Bei der Zeitung trotzdem hat man aber natürlich das große Glück, dass man mit Leuten, die über so etwas arbeiten, zusammenarbeiten kann, von denen Sachen erfährt und darüber in der Zeitung schreiben kann. Insofern kommen jetzt Fälle, die ich als Journalist begleitet habe, die aber erforscht worden sind von anderen. Ich sage auch mal an der Stelle dann, wer das ist. Mein nächstes Beispiel ist Leo Frobenius, der mir, als ich das erste Mal davon gehört habe, als Forscher nicht besonders viel gesagt hat. Ich kenne natürlich als Frankfurterin seinen Namen. Leo Frobenius war lange Zeit in Frankfurt, aber ich habe eigentlich wenig damit verknüpft. Und dann bin ich eingeladen worden von einer Studiengruppe, die sich mit den Sammlungen der Frankfurter Universität beschäftigt, die natürlich längst nicht so alt sind wie ihre Sammlungen hier und auch nicht so groß, die sich aber trotzdem dafür interessieren, was sie in Frankfurt an Sammlungen haben. Und mit dieser AG, die von Falk Müller geleitet wird, einem Wissenschaftshistoriker, den ich auch noch aus Berlin kenne, sind wir in die Keller des Frobenius-Instituts gegangen und haben uns die Sammlungen von Leo Frobenius angeschaut.
Ich glaube, die Sammlungen von Leo Frobenius, die waren lange Zeit sehr unbeliebt. Ich glaube, sie galten bei vielen tatsächlich als so eine Art Datenschrott. Er war ein sehr ausgeprägter Sammler, der erst kommerziell gesammelt hat und dann für sein eigenes Institut. Es ist vor kurzem, also ich glaube, mitunter ist er deswegen in Ungnade gefallen und auch zu Recht, weil er sozusagen geistespolitisch meistens auf der falschen Seite stand. Er war ein großer Freund des Kaisers, mit dem er einen engen Briefwechsel geführt hat. 121 Briefe gibt es von Wilhelm II. An Frobenius aus dem Exil. 96 hat Frobenius zurückgeschrieben. Das ist als Buch vor kurzem veröffentlicht worden. Und ich glaube, das Frobenius-Bild, was ich auch hatte, stammt von Thomas Mann, der über Frobenius schreibt. Der Kaiser hängt sehr an ihm, sie unterhalten sich prachtvoll. Und wenn der Geheimrat weg ist, fällt jener förmlich zusammen, langweilt sich, schreibt ihm Briefe, unterzeichnet ihr Schüler Wilhelm. Diese Briefe sind in einem wunderbaren Buch letztes Jahr veröffentlicht worden von Professoren der Frankfurter Universität. Frobenius, wie gesagt, war lange im engen Kontakt mit dem deutschen Kaiser. Er starb 1938, hat vorher auch noch versucht, mit den Nationalsozialisten enger zusammenzurücken, was dazu geführt hat, dass er in der Nachkriegszeit, ich glaube vor allen Dingen bei jüngeren Studenten, nicht besonders beliebt war. Und die Sammlungen sind auch nicht besonders gut behandelt worden, sie sind auseinandergerissen worden. Das Frobenius-Institut ist Teil der Frankfurter Uni geworden und alles, was Papier war, ist an die Uni gegangen und alle dreidimensionalen Sammlungen sind ins Ethnologische Museum gegangen und so ist es bis heute. Sein bleibendes Verdienst ist das sogenannte Felsbildarchiv, das Sie auch online finden beim Frobenius-Institut. Was ich hier zeige, ist die Kopie eines Felsbildes aus dem heutigen Simbabwe, damals Südrhodesien. Leo Frobenius hat zwischen 1904 und 1935 zahlreiche Expeditionen unternommen und hat das mit einem großen Stab von Zeichnern gemacht, die dann für ihn diese Felsbilder abgemalt haben. Zusammengekommen sind knapp 9000 großformatige Gemälde. Und das muss man tatsächlich sagen, war ein ungewöhnlicher Ansatz von Frobenius. Also ich glaube, Afrika war für die meisten Forscher zu dieser Zeit ein Land, in das man gefahren ist, um Abenteuer zu erleben oder vielleicht auch um Schädel zu sammeln oder um, ich weiß nicht, Krokodile oder Gorillas zu jagen oder nach Bodenschätzen Ausschau zu halten. Frobenius ist dahin gefahren, weil er festen Überzeugung war, dass die Kultur aus Afrika kommt, also praktisch was später die Paläoanthropologen gesagt haben, out of Africa, nämlich dass der Mensch daher käme, hat Frobenius als Ethnologe gesagt, er war ein Self-Taught-Wissenschaftler, also er hat nie studiert und er hat diese Out-of-Africa-Hypothese eigentlich aufgestellt. Diese Bilder, die ich also bis heute von einer unglaublichen Schönheit finde, sind etwa so entstanden. Frobenius hatte sehr viele Frauen, die für ihn gemalt haben, was nicht darauf zurückzuführen ist, dass Frobenius jemand war, der die Unterstützung von Frauen oder auch das Wissen und das Potenzial von Frauen besonders geschätzt hat, sondern weil es besonders billige Arbeitskräfte waren. Das waren Frauen, die sich selbst finanziert haben und die mitgenommen worden sind. Das heißt, er musste für sie nicht bezahlen. Die hatten häufig eine künstlerische Ausbildung, haben auch selber als Künstlerin gearbeitet und haben dann in seinem Auftrag eben diese Bilder abgemalt. Und das hat allerdings auch zu einer Komplikation geführt, weil natürlich nach den damaligen Standards von Wissenschaft diese Art, dass man verschiedene künstlerisch ausgebildete Leute zu diesen Felsbildern schickt, um sie abzumalen, hat sich nicht besonders gut vertragen mit wissenschaftlicher Objektivität. Also das heißt, es gibt kein standardisiertes Verfahren, nach dem die abgemalt worden sind. Es gibt auch irgendwie, wie die Farben übertragen worden sind, welche Techniken, da gibt es Frottagen, da gibt es Zeichnungen. Das war sehr experimentell, das trägt heute zur Schönheit dieses Archivs bei, hat aber dazu geführt, dass die meisten anderen Wissenschaftler das nicht ernst genommen haben. Die hätten lieber, wo es möglich ist, Fotografien gehabt und hätten natürlich gerne gehabt, dass es ein standardisiertes Verfahren ist. Das ist ein Blick im Frobenius-Archiv in eine der Schubladen. Wenn man sich fragt, das war das große Projekt von Frobenius, also Frobenius war tatsächlich eine Thomas Mann-hafte Figur, vielleicht auch ein bisschen Peeperkorn-haft, also sie werden in dem Sinne keine
feste Theorie bei ihm finden, aber es gibt sozusagen so wabernde Konzepte, die auch hoch inspirierend sind. Im Grunde hat er versucht, sowas wie eine Geschichte der Kultur über Bilder zu erzählen, und er hat versucht, Bilderketten zu bilden. Das ist ein Buch von ihm, was posthum erschienen ist, die Kulturgeschichte Afrikas, und ich zeige hier zum Beispiel eine Bilderkette zum Swastika, wo er versucht hat, über verschiedene Kulturen eben zu zeigen, dass diese Form immer wieder auftaucht. Bei einigen von ihnen wird es da vielleicht klingeln und es wird ihnen bekannt vorkommen. Natürlich ist Warburg jemand, der was ganz Ähnliches macht, natürlich mit einem vollkommen anderen Hintergrund und auch mit einer vollkommen anderen Zielrichtung. Aber tatsächlich der Glaube, dass man sozusagen Kulturgeschichte in Bildgeschichte erfassen kann, und auch der Glaube, dass es diese Bilder gibt, die kulturübergreifend gefunden werden können, gibt es bei Warburg und bei Frobenius. Beide, also nicht jeder Warburg-Kenner wird mir da vielleicht zustimmen, aber ich glaube, dass man darüber argumentieren kann und dass es gute Argumente dafür gibt. Beide sind im Grunde davon überzeugt, sind sogenannte Psycholamarckisten, nämlich sie sind der Ansicht, dass es Bilder gibt, die man sieht, die sich so tief einprägen, dass sie vererbt werden. Das war um 1900 für relativ viele Leute eine gewöhnliche Vorstellung. Also Lamarck ist dafür berühmt geworden, dass er die These aufgestellt hat, dass praktisch zu Lebzeiten erworbene Eigenschaften vererbt werden können. Darum gab es um 1900 einen riesigen Streit. Da ging es aber vor allen Dingen immer um körperliche Eigenschaften, und es gab eine große Fraktion von Kulturwissenschaftlern, auch Freud, die der Ansicht waren, dass das auch für psychische Erfahrungen gilt, dass die gesehen, eingeprägt und weiter vererbt werden können. Und im Grunde diese Bilderkettenprojekte stehen damit im Zusammenhang. Ist auch interessant, gleichzeitig, also Frobenius und Warburg haben voneinander Kenntnis genommen. Es gibt Leute, die sich bei Warburg bewerben und von Frobenius kommen. Und Warburg ist ganz interessant, das kann man in im Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg nachlesen. Ärgert sich immer wahnsinnig darüber, wenn Leute kommen und sagen, sie machen doch sozusagen, sie kämen von Frobenius und sie machten was Ähnliches. Ich glaube, der große Unterschied ist natürlich, dass Warburg hatte eine sehr, sehr stark politische Stoßrichtung. Also er kam aus einem ganz anderen Milieu als Frobenius. Und ich glaube aber trotzdem, diese Vorstellung, dass von diesen Bilderketten und praktisch so einer Erinnerung, die durchgeht, dass sie da teilweise ziemlich ähnlich waren. Ja. Frobenius vertrat eine Theorie, die vor allen Dingen den Kaiser begeistert hat. Er hat sozusagen die Kulturen in Abendland und Morgenland aufgeteilt. Die Deutschen gehörten überraschenderweise, es gab die hamitischen Kulturen und die äthiopischen Kulturen, und die Deutschen gehörten überraschenderweise zur äthiopischen Kultur. Er hatte so Vorstellungen von Kulturkreisen, und die Franzosen und Engländer und Amerikaner zur hamitischen. Das hat den Kaiser begeistert, weil er natürlich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg ihm nichts lieber war, als dass Deutschland rausgelöst wird aus dem europäischen Zusammenhang und natürlich vor allen Dingen das verhasste England zu einem anderen Kulturkreis gehört und damit auch eine andere Mentalität hatte. Der Kaiser, also Sie können es in diesem schönen Briefwechsel nachlesen, hat es geliebt. Dieser ganze Hintergrund hat aber natürlich dazu geführt, dass lange Zeit die Nachwelt davon ausgegangen ist, dass man mit Frobenius' Nachlass, abgesehen von den dreidimensionalen Objekten, die er tatsächlich gesammelt hat, aber mit seinen Schriften, mit seinem Felsbildarchiv und so, eventuell Datenschrott in der Hand hat. Und bis sie dann, das ist alles rekonstruiert worden von einem Historiker namens Richard Kuber, auf ein erstaunliches Ereignis gestoßen sind, was sich im Jahre 1937 abspielt. 1938 wird Frobenius sterben, 1937 macht er nochmal eine große Reise. Wir sehen ihn hier in New York. Er wird abgeholt von der Limousine von Chrysler. Er residiert im Ritz-Carlton und er ist eingeladen worden vom Museum of Modern Art. Das ist insofern interessant, wenn wir auch an das Datum 1937 denken. Frobenius fährt auch mit der Unterstützung der Nationalsozialisten. Dieser Austausch wird von ihnen unterstützt, dass in Deutschland gerade die Vorbereitungen laufen für die Ausstellung Entartete Kunst, also die große Beschlagnahmeaktion wird gerade in allen Museen vorgenommen, und Frobenius fährt jetzt mit Unterstützung der Nationalsozialisten nach Amerika, um praktisch an den Tempel der entarteten Kunst zu gehen, nämlich ans Museum of Modern Art. Rekonstruiert haben das Richard Kuber und die Kunsthistorikerin Elke Seibert.
Die Ausstellung, die dort gezeigt wird, ist eine Mischung aus seinem Archiv, dem Felsbildarchiv, und Arbeiten von Klee, von Arp, von Miro. Und das ist die Ausstellung, die es damals gab, die heißt Prehistoric Rock Pictures in Europe and Africa. Und da wurden diese beiden Sachen miteinander gemischt, zwar in verschiedenen Stockwerken, aber sie wurden zusammen gezeigt. Und die Stoßrichtung davon ist sehr klar, sozusagen, das ist übrigens auch etwas, was Sie noch auf der Documenta 1955 finden werden, dass man versucht, die Moderne praktisch zu erden, dass man sagt, wenn die Moderne angegriffen wird als eine Degenerationserscheinung, dass man eben sagt, praktisch die Moderne ist das Älteste in der Kunstgeschichte, was wir je hatten. Die Moderne ist praktisch nah an den Urbildern von uns dran, die damals in die Höhle gezeichnet worden sind. Das ist bis heute, wenn Sie zum Beispiel an den Film denken von, wie heißt der Höhlenmalerei-Film, der gerade vor kurzem lief, den haben Sie bestimmt gesehen, von Werner Herzog. Und da ging es auch immer darum, er war in Lascaux, glaube ich, und da ging es eben auch immer darum, dass der Minotaurus praktisch in der Höhle auftaucht und bei Picasso auftaucht. Also praktisch dieses Legitimationsmoment der Moderne, dass die Moderne praktisch die uralten Formen, die uns eingeprägt worden sind, nachahmt, finden Sie eben im Museum of Modern Art mit Unterstützung von Leo Frobenius. Daraufhin sind die Kunsthistoriker neugierig geworden und haben ein Forschungsprojekt angestoßen, um das weiter zu untersuchen, und sind darauf gestoßen, dass es tatsächlich eine enge Verbindung gibt zwischen Moderne und Höhlenmalerei. Nicht ganz so, wie man sich es vorgestellt hat, nämlich sehr historisch. Das Felsbildarchiv von Leo Frobenius ist in den 20er und 30er Jahren durch ganz Europa getourt und sehr viele Leute haben das gesehen. Wohls zum Beispiel hat sogar im Frobenius-Archiv mal gearbeitet. Giacometti berichtet darüber, dass er sich die Sachen anschaut. Das heißt, es ist tatsächlich in ganz Europa verbreitet gewesen und die Modernen haben es gesehen. Von Paul Klee bis Giacometti. Frobenius wäre sicherlich sehr überrascht gewesen über diesen Einfluss, den er hatte, war, es gibt kein Statement von ihm dazu, was er von moderner Kunst hält, aber er sagt nichts dazu. Ich glaube, es kann davon ausgegangen werden, dass er wie Wilhelm II. Kein Freund der modernen Kunst war. Und dass ausgerechnet der kaisertreue, rechtskonservative Leo Frobenius zu einem wichtigen Anstoß für die Avantgarde werden sollte, hätte Leo Frobenius überrascht. Aber ich glaube, es hat auch viel Fantasie von Historikern lange gefordert, bis sie das rausgefunden haben. Und es geht auch noch weiter. Also was im Moment erforscht wird, wird von Elke Seibert, die in New York ist, ist eben auch den Einfluss, den die Höhlenmalerei dann, also das Felsbildarchiv, auf den Abstract Expressionism hatte. 37 wurde es gezeigt, in den 40er Jahren beginnt die große Phase des Abstract Expressionism. Inzwischen ist das Leo Frobenius Archiv wieder sehr beliebt geworden und ich zeige hier eine Ausstellungsansicht im Weltkulturenmuseum. Das ist ein Maler, der für Leo Frobenius unterwegs war, Alf Bayerle, der Vater von Thomas Bayerle, dem Künstler, interessanterweise. Und was hier gezeigt worden ist, sind praktisch die Sammlungen wieder zusammengeführt worden. Die dreidimensionalen Stelen, die mitgebracht worden sind, eben von einem Expeditionsteam von Leo Frobenius aus Äthiopien. Und die Malereien, die Alf Bayerle daraus gemacht hat und die Sie sehen, sind das Frottagen, die er angefertigt hat. Und ein anderer Punkt, der auch heute sehr interessant ist, also wer schon mal von Ihnen versucht hat, Lascaux, Chauvet oder Altamira zu besuchen, wird wissen, dass diese Höhlen heute alle gesperrt sind, weil sie so empfindlich sind und eben leicht die Farbe leicht kaputt geht. In Afrika ist da teilweise nicht so drauf geachtet worden und darum sind ganz viele Höhlen, von denen die Leo Frobenius noch aufgenommen hat, inzwischen zerstört. Und das Leo Frobenius Archiv hat viele Kooperationen mit Ethnologen in Afrika, um diese Höhlen wieder zu rekonstruieren. Ich komme zu meinem nächsten Beispiel. Das führt uns diesmal nach München in eine Institution, das Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte ist da erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingezogen. Es war erst der Verwaltungsbau der NSDAP. Nach 1945 ist da der Central Collecting Point eingezogen, der Amerikaner, wo alle Kunstsammlungen, geraubten Kunstsammlungen zusammengerafft worden sind. Und 1956 wurde dort das Zentralinstitut für Kunstgeschichte gegründet. Der Leiter ist Ludwig Heidenreich gewesen bis 1970, danach Willibald Sauerlände, dann heute Wolf Tegethoff.
Und inzwischen ist da auch ein Team von sehr umtriebigen Kunsthistorikern beschäftigt, die ihre Sammlungen nochmal durchgehen. Sie haben eine riesige Fotothek und in dieser Fotothek gibt es natürlich Aufnahmen aus allen möglichen Zeiten von kunsthistorischen Gebäuden und Objekten. Und irgendwann stieß man auf diese Fotografien, die so aussahen und die hinten den Vermerk hatten, Propagandastaffel oder Propagandaabteilung. Was Sie hier sehen, sind eingemauerte Skulpturen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die sind eingemauert worden vom deutschen militärischen Kunstschutz. Was das mit Propaganda zu tun hat, erzähle ich Ihnen gleich. Und damals war ein Mitarbeiter des deutschen militärischen Kunstschutz Ludwig Heidenreich, der später zum Leiter geworden ist. Dieser Kunstschutz ist in Italien installiert worden. Das war ein ganz normales Prozedere. Insofern, als Mussolini gestürzt worden ist, wurden die Deutschen zu Feindestruppen und die mussten dafür sorgen, dass die Kunstschätze, das hat die Haager Landordnung festgelegt, geschützt werden. Untersucht haben das Stefan Klingen und Christian Fuhrmeister. Dieser Kunstschutz war interessanterweise aber direkt der Propaganda-Abteilung unterstellt. Und Sie sehen, solche Anschläge gab es da auch als Fotografien. Dieses Bauwerk mit seiner gesamten Ausstellung steht als Kunstdenkmal unter deutschem Schutz. Ein Mitarbeiter eben dieses Kunstschutzes war Heidenreich. Und in seiner Zeit als Mitarbeiter des deutschen militärischen Kunstschutzes war er unter anderem beteiligt an der Herausgabe eines Buches, das da hieß La guerra contro l'arte, also der Krieg gegen die Kunst. Darin gab es 200 Abbildungen und ich habe ein paar jetzt daraus gezeigt. Das war im Grunde eine Gegenüberstellung von Sachen, die zerstört worden sind und Kunstdenkmälern, die noch standen. Die wurden auch so ausgeixt. Das erste, was sie ist, das Archäologische Museum in Neapel. Das zweite ist ein Platz in Bologna. Worum es darin ging, ist es auf Italienisch veröffentlicht worden, allerdings von Deutschen, um der italienischen Bevölkerung zu zeigen, praktisch welchen Vandalismus die alliierten Truppen, die jetzt nach Italien kommen, dort anrichten. Insofern war, Sie sehen auch diese sehr dramatische Skulptur hier, wollte man sich damit als Kunstfreund sozusagen schmücken. Es gab bestimmte Kunst, die wollte man unbedingt zerstören, das war die sogenannte entartete Kunst, aber sozusagen als Vandal oder Barbar hat man sich nie begriffen. Im Gegenteil, man war der Ansicht, dass man sozusagen der große Hüter der Kunst ist und das hat man eben auch propagandatechnisch in Italien versucht zu verbreiten. Das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter sich mehr interessiert haben, was Heidenreich sonst noch alles gemacht hat und daraufhin auch wieder in ihren Keller gegangen sind. In dem Keller stehen die Panzerschränke der NSDAP, wo mal das Mitgliederverzeichnis drin war und einige davon waren eben noch verschlossen, weil sie später wieder abgeschlossen worden sind. Also sie sind alle einmal aufgebrochen worden, aber manche sind später wieder abgeschlossen worden. Und dort haben sie diesen Panzerschrank eben gefunden, der auf der Suche nach den Unterlagen von Heidenreich und haben eben in diesem Panzerschrank, das ist dann das Foto, was bei dpa kam, ein Manuskript von Erwin Panofsky gefunden. Dieses Manuskript wird von Stefan Klingen, einem Mitarbeiter, hochgehalten. Die große Frage war natürlich, wie kam das nach München? Dieses ist die verschollene, wie sich dann herausstellte, die verschollene Habilitationsschrift von Erwin Panofsky, einem deutsch-jüdischen Kunsthistoriker, der bis 1933 in Hamburg war. Und dass er diese Habilitationsschrift geschrieben und abgegeben hat, war lange bekannt. Aber sie galt als verschollen und es haben sich Herrscher von Kunsthistorikern aufgemacht, um sie in Hamburger Archiven zu finden und sie haben sie nie gefunden und plötzlich ist sie in München entdeckt worden. Die Theorie ist inzwischen, das ist die Habilitationsschrift mit dem Titel Die Gestaltungsprinzipien Michelangelos, besonders in ihrem Verhältnis zu denen Raphaels von 1920. Man sieht, dieses Manuskript ist später noch mehrmals überarbeitet worden. Die Theorie ist, Panofsky hat es abgegeben und hat es aber, weil es als Habilitation fertig war, aber als Buch noch nicht fertig zurückbekommen und hat in den ganzen 20er Jahren noch dran gearbeitet. 1933 hat Panofsky Hamburg verlassen, 34 hat das endgültig verlassen, 33 war auf Vorlesungsreise in den Vereinigten Staaten, hat dann seine Familie zurückgeholt. Die Tatsache, dass sich in dem Nachlass von Heidenreich dieses Manuskript findet, spricht dafür, dass Heidenreich es an sich genommen hat. Heidenreich wurde kommissarischer
Leiter des Instituts für Kunstgeschichte, was vorher Panofsky war. Panofsky hat nach seinem Berufsverbot 1933 die Universität wahrscheinlich nie wieder betreten. Er hatte keine Erlaubnis, das zu tun. Ich glaube, er hatte auch kein Interesse. Und offensichtlich muss Heidenreich dieses Manuskript an sich genommen haben. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, Heidenreich war nach dem Zweiten Weltkrieg in sehr engem Kontakt mit Panofsky. Panofsky hat mit wahnsinnig vielen Leuten gebrochen, weil er ihn übel genommen hat, wie sie sich gestellt haben im Zweiten während des Nationalsozialismus. Und Heidenreich hat er offensichtlich für unverdächtig gehalten. Ich habe damals in der FAZ, das war im September, dann auch eine Doppelseite dazu gemacht. Das war tatsächlich irgendwie eine Nachricht, also praktisch diese Überraschung, war eine Nachricht, die auch von dpa aufgegriffen worden ist und überall durchging. Zum einen habe ich eben über diesen Fund, dieses Manuskripts, aber natürlich ist es eine Doppelgeschichte. Einerseits haben wir ein Manuskript von Panofsky, was hochinteressant ist für seine intellektuelle Biografie. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein veritables Krimistück der deutschen Kunstgeschichte, weil natürlich die große Frage ist, wie kam es zu Heidenreich und warum hat Heidenreich nie Panofsky davon erzählt. Unten sehen Sie ein Bild von Gerda Panofsky, der zweiten Ehefrau von Erwin Panofsky, mit der ich ein Interview geführt habe. Und das andere Interview ist mit Stefan Klingen, der eben dieses Manuskript gefunden hat. Nur um kurz zu zeigen, das ist vielleicht der Höhepunkt der Beziehung zwischen Heidenreich und Erwin Panofsky. Heidenreich überredet Panofsky 1967 den Orden Pour le Mérite anzunehmen. Panofsky möchte es eigentlich erst nicht. Er möchte eigentlich gar nicht wieder nach Deutschland kommen. Er lässt sich doch von Heidenreich zu einer Reise überreden. Er kommt, dieser Preis wird in München am Zentralinstitut für Kunstgeschichte verliehen von Percy Schramm, dem Herausgeber von Hitlers Tischgesprächen. Und all das, also Panofsky muss danach, was Gerda Panofsky erzählt, sehr aufgebracht gewesen sein, weil natürlich genau das eingetreten ist, was er nicht wollte, nämlich dass er instrumentalisiert wird von den ehemaligen Nationalsozialisten und diese Umarmung bekommt. Und ich glaube, dieses Foto, Sie sehen hier Heidenreich und da den Erwin Panofsky, Fotos sind Schnappschüsse, sie sind in dem Sinne kein, ja, man soll es nicht zu weit ausdeuten, aber ich glaube, ich finde das immer, dass das Foto was Grässliches hat. Im Hintergrund sehen Sie Gerda Panofsky, eben damals seine zweite Frau nach dem Tod der ersten Frau. Und unten sehen Sie Gerda Panofsky praktisch, Gott, wie viele Jahre, 1967, 12, 45 Jahre später, wie sie das Manuskript im Zentralinstitut für Kunstgeschichte sichtet. Also Sie sehen selbst Sammlungen, das ist natürlich die dritte sozusagen Lage, nämlich die Frage, warum dieses Manuskript so wahnsinnig lange nicht entdeckt worden ist. Das hat bestimmt auch was mit der Zusammensetzung der Direktoren zu tun. Interessanterweise, wir haben es in der FAZ groß berichtet, geantwortet wurde in der Süddeutschen Zeitung von Willibald Sauerländer, dem zweiten Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte. Und im Grunde muss man ja sagen, also er wusste sicherlich nichts davon, was aber auch nicht viel schmeichelhafter ist, dass er sozusagen sich mit seinen eigenen Archiven nicht mehr auseinandergesetzt hat und offensichtlich auch an dieser Nationalsozialismusgeschichte nicht richtig rühren wollte. Und Willibald Sauerländer kam zu dem Schluss, dass es weniger aufsehenerregend ist, dass dieses Manuskript jetzt gefunden worden ist. Es wird aber jetzt veröffentlicht bei De Gruyter und Getty zweisprachig, einmal als Faksimile und dann eben auch transkribiert und wird nächstes Jahr erscheinen. Das ist sozusagen, wenn man so will, eine gute und eine böse Überraschung aus einer Sammlung gewesen. Zum Abschluss noch eine Geschichte von einer Sammlung, die mir sehr am Herzen liegt. Vielleicht kennen einige von Ihnen, vielleicht vor allen Dingen diejenigen, die Documenta dieses Jahr besucht haben, diesen Herrn, das ist Korbinian Aigner, der sogenannte Apfelpfarrer. Korbinian Aigner, geboren 1885, gestorben 1866, 19, oh Gott, ja, nee, das muss, 1966 muss es heißen, Entschuldigung, ja, 85, 1966. War ein Pfarrer und Pomologe. Er wurde in
eine Bauernfamilie geboren in Oberbayern. Es ist nicht so sicher, er war einer von sehr vielen Kindern, er war der Älteste, ob es tatsächlich seine Vorstellung war, dass er Pfarrer werden wollte. Er hat keine besonders gute Karriere gemacht bei der Kirche. Also die zwei Sachen, die ihm immer vorgeworfen worden sind, ist zum einen, dass er, Zitat, zu sehr nach dem Weiblichen schiele, und das andere, was ihm immer vorgeworfen worden ist, dass er mehr Pomologe als Pfarrer sei. Was Corbinian Aigner gemacht hat, ist, dass er geradezu besessen Äpfel gezeichnet hat. Äpfel und Birnen. Das sind immer so kleine Karteikarten. Inzwischen befinden die sich im Archiv der TU in München. Sie gehörten lange zu dem Archiv von Weinstephan, sind jetzt da übergegangen. Und er hat diese Karteikarten gezeichnet und insgesamt fast 1000 Äpfel und Birnen gezeichnet. Das hat auch eine ganz interessante stilistische Entwicklung. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen unterschiedliche gezeigt. Er hat meistens diese Paare gemacht, ganz selten hat er Aufschnitte gemacht. Und am Anfang, das ist jetzt noch ein sehr schönes Beispiel, aber Sie sehen, am Anfang sind manche Äpfel sehr noch relativ ungelenk gezeichnet, und es gibt diesen diffusen Hintergrund, also die fliegen da immer so wie Planeten durch ein All. Und später setzt er die dann eben auf einen Tisch, und ich finde, zum Teil hat das so Magritte-hafte Züge, also durch diesen Himmel im Hintergrund, dann haben die so was pyramidenhaft Würdiges, wie sie auf dieser Karteikarte stehen. Sie haben immer eine Nummer, obwohl diese Nummer, es ist jeweils eine neue Apfelsorte. Diese Nummer heißt nicht, dass sie in der Chronologie gezeichnet worden sind. Wie das Archiv gewachsen ist, ist nicht ganz klar, aber er hat offensichtlich auch manche später wieder ersetzt, also es ist nicht in der Chronologie entstanden. Wenn Sie hier das zum Beispiel O2 sehen, dann ist da vermerkt, wann dieser Apfel am besten gepflückt wird, das heißt zum Beispiel in der zweiten Oktoberwoche. Corbinian Aigner hat damit was damit Corbinian Aigner wollte, ist nicht ganz klar. Er hat zum einen damit unterrichtet an Schulen. Es ist zum Teil ein wissenschaftliches Archiv, ein pomologisches Archiv, und zwar das größte der Welt, von Apfelsorten. Allerdings muss man sagen, also wenn man sich die pomologischen Bücher anschaut, die machen eigentlich immer aufgeschnittene Äpfel, weil man eigentlich zur Klassifikation von Äpfeln das Kerngehäuse auch sehen muss. Das macht Aigner nie. Was er auch nicht macht, ist, dass er sie maßstabsgetreu zeichnet. Also manchmal steht hinten drauf ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber offensichtlich hat er, ich finde, das sieht man auch, war dieses Erfassen der Apfelsorten für ihn sehr wichtig, aber er hat es im Grunde nicht wie ein Wissenschaftler gemacht. Was ihn auch von den meisten Pomologen trennt, ist, dass Corbinian Aigner alle Äpfel gemalt hat, also völlig egal, ob sie gut geschmeckt haben oder nicht. Also normalerweise würde ein Landwirt würde natürlich die nehmen, die schmackhaft waren, und die anderen, die nicht lagerungsfähig sind oder so, aussortieren. Und Corbinian Aigner hat eigentlich wie so ein Franz Assisi der Obstsorten jede Obstsorte, die ihm unter den Nagel kam, gezeichnet und damit diese Vielfalt mit aufgehoben. Offensichtlich muss man sagen, dass ihm das Seelsorgerische, obwohl er immer dafür kritisiert worden ist von der Kirche, doch sehr ernst war. Von 1933 an hat Corbinian Aigner große Probleme bekommen, weil er sowohl in Predigten als auch im Religionsunterricht an der Schule immer wieder kritische Sachen über den Nationalsozialismus und die NSDAP und über Hitler gesagt hat. Und schließlich führte das zu, wurde besprochen, ob das Hitler-Attentat eine Sünde sei, und hat gesagt, er sei sich nicht sicher, dass es eine Sünde sei. Das hat dazu geführt, dass er in den Priesterblock nach Dachau gekommen ist. Dachau war ja ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, also da wurde viel angepflanzt, und offensichtlich hat auf diesen Plantagen, wo die Leute wie Sklaven gearbeitet haben, hat Aigner dort auch gearbeitet, und was ihm gelungen ist, auch dort hat er wieder, also er wird mit Sicherheit nicht gezeichnet haben, aber er hat dort sich Apfelkerne reinschmuggeln lassen, hat Apfelbäumchen daraus gezogen, und diese Äpfel wurden bei ihm in der Heimat auch wieder angepflanzt, die tragen auch heute wieder Apfel. Er hat diese Äpfel ganz, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, das ist einerseits nüchtern und natürlich auch einerseits eine sehr radikale Form, das so zu benennen. Er hat die Äpfel einfach KZ1, KZ2, KZ3 und KZ4 genannt. Nicht aus allen sind Äpfel geworden, aus KZ3 sind Äpfel gekommen. Das ist dann die 600er-Nummer. Es ist in Corbinians Apfel dann umbenannt worden, weil niemand
natürlich irgendwie diesen schrecklichen Namen haben wollte. Und viele davon sind eben nicht besonders schmackhaft gewesen, aber wie gesagt, auch die malt natürlich Korbinian Aigner. Vielleicht hat jemand von Ihnen das auf der Documenta gesehen, dort wurden sie alle gezeigt und das war sein großer Auftritt, also danach ist es auch groß durch die Presse gegangen. Ich habe damals gedacht, dass wahrscheinlich niemand mehr darüber überrascht gewesen wäre als Korbinian Aigner selbst. Natürlich haben sie, ist es Kunst, was er in dem Sinne gemacht hat, weil es sich auch gar nicht leicht klassifizieren lässt. Wie gesagt, es ist nicht einfach ein pomologisches Archiv, es ist nicht einfach ein wissenschaftliches Archiv. Und ich frage mich natürlich auch immer, Korbinian Aigner, der immer mit der Kirche in Konflikt war und dem immer vorgeworfen worden ist, dass er eben weiter Affären hatte und solche Sachen, deswegen auch lange nicht keine Pfarrei bekommen hat und so weiter. Die Tatsache, dass er dann den Apfel immer wieder malt, also den, sozusagen die Versuchung, ich weiß nicht, ob das eine ganz eigene Art von Rolle in seinem Leben gespielt hat, aber wir werden es nicht wissen. Was er uns aber vermacht hat, ist tatsächlich das größte Archiv von Apfel- und Birnensorten, was es überhaupt gibt. Es ist teilweise von Pomologen auch nachgedruckt worden, also es gibt von Willi Fotteler ein sehr schönes Buch, von, ich glaube 1985 das erste Mal erschienen, wo diese Apfel sich dann drin gefunden haben. Und es ist kürzlich bei Matthes und Seitz vollständig herausgegeben worden von der Schriftstellerin Judith Schalansky, die vielleicht einige von Ihnen kennen, die hat das wunderbare Buch Der Hals der Giraffe geschrieben. Ich durfte ein Vorwort dazu beisteuern, aber die große Arbeit hat eben Judith Schalansky gemacht, die dieses wunderschöne Buch geschaffen hat. Wir haben auch hier es mit einer Sammlung zu tun, wo es wird Korbinians Geheimnis bleiben, was er genau mit diesem Archiv wollte. Wusste er auch nicht sehr genau, was er damit wollte, aber es ist dann zu einem Archiv geworden, von dem Pomologen heute profitieren, weil es eben ein Schatz ist von Apfel- und Birnensorten, die es heute überhaupt nicht mehr gibt und von Obstsorten, die es nicht mehr gibt. Es ist also sozusagen eine pomologische Enzyklopädie und es ist gleichzeitig auch zu einem Kunstwerk geworden. Ich glaube vor allen Dingen auch durch diesen Zusammenhang mit dieser Geschichte, die Korbinian Aigner hatte, der in dem Sinne kein Widerstandskämpfer war, aber doch eine Person, die auf sehr mutige Weise sich nicht hat korrumpieren lassen und sich nicht hat einschüchtern lassen, ist das ein Dokument, was, glaube ich, sehr viele Menschen heute irgendwie berührt und staunen lässt. Ich komme zum Schluss. Mein Ausgangspunkt war die Frage nach der Dynamik von Sammlungen und dem wechselnden Verhältnis, in denen diese Sammlungen zu ihren Sammlern, den Institutionen oder den Wissenschaftlern stehen, die sie auswerten. Sie haben im Sinne von Reinbergers epistemischen Dingen oder im Sinne des Boundary Objects ein Eigenleben oder auch mehrere Leben. Von Sammlungen daher, die ihre Sammler überraschen, sollte hier die Rede sein. Als Prototypen des überraschten Sammlers habe ich den jungen Charles Darwin eingeführt, der nicht nur sehr überrascht war, als er erfuhr, was er auf seiner Reise alles gesammelt hatte, sondern auch, als er beobachtete, wie seine Sammlungen von den Spezialisten ausgewertet werden. Er generierte Erkenntnis, sowohl indem er soziologische Betrachtungen anstellte und eine Metaperspektive zu einem erbitterten Wissenschaftsstreit einnahm, und er generierte Erkenntnis, indem er feststellte, dass er etwas anderes gesammelt hatte, als er ursprünglich gedacht hatte. Mehrfache Überraschungsmomente gab es auch bei Leo Frobenius, den kaisertreuen Self-Taught-Ethnologen, dessen Sammlung plötzlich 1937 vom Museum of Modern Art zur Legitimation, zur Rechtfertigung der modernen Kunst herangezogen wurde. Und dessen Sammlungen über Jahrzehnte in Vergessenheit gerieten und heute wieder entdeckt werden als Kunst, als Geschichtsdokument, um zerstörte Kulturstätten zu rekonstruieren und als Schlüsseldokumente zur Geschichte der modernen Kunst. Schließlich habe ich noch den verblüffenden Fund des verschollen geglaubten Panofsky-Manuskript angeführt und Korbinian Aigners Obsession mit dem Zeichnen von Äpfeln und Birnen, die heute ebenfalls als Kunst wiederentdeckt wurden und als wertvolles agrikulturhistorisches Dokument pomologischer Vielfalt. Kurzum, in meinem Vortrag ging es heute um das Potenzial von Sammlungen, die häufig später zu anderen Zwecken dienen, als denen, für die sie ursprünglich gesammelt wurden. Sie geben Dinge preis, nach denen wir nicht gefragt haben. In den besten Momenten sind sie unzeitgemäß, weil sie den Erwartungshorizont übersteigen. In den schlechteren Momenten sind sie natürlich unzeitgemäß, weil sie den Erwartungshorizont unterbieten und grob gesagt zu Datenschrott werden. Aber auch hier scheint dieser Verlauf nicht unumkehrbar. Der Fall Frobenius hat es gezeigt. Vielen Dank.
gleich vordrängen, weil ich Ihnen zu dich gehen muss, aber es hat mich berührt. Also ich finde es eine gute Idee, uns die Sammlung mal so darzustellen. Uns berührt ein Thema, ein Phänomen, was wir in der Biologie auch kennen, dass Daten generiert werden und erst sehr viel später, 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre später ihre Bedeutung erlangen. Und da ist die Verantwortung der Sammler, und das war auch meine Entdeckung bei unserer Tagung, dass wir alle Wissenschaftler eigentlich, wir sind alle Sammler, wir sammeln unsere Daten hoffentlich, und die Verantwortung ist, dass wir sie gut katalogisieren, dass wir sie gut zugänglich machen. Und das Beispiel, was ich bei Darwin hervorheben möchte, ist, fand ich auch sehr schön, dass Sie, wie Sie gesagt haben, arbeiten mit Bildern. Es war in den 90er Jahren dann der große Aufschrei, dass manche von seinen Bildern nicht original wären, also die Bilder wären gefälscht worden, die Spruchstöcke von den verschiedenen Arten, zum Beispiel Fisch. Heckel war das. Ja, ja. Entschuldigung, Heckel. Ja. Ernst Heckel. Und ich wollte damit auch sagen, dass damals die Bilder eine andere Funktion hatten als heute. Damals waren sie tatsächlich, um Gedanken zu entwickeln. Ja. Und dieser Streit, und die, Entschuldigung, die Heckelschen Bilder, ist ja in sich zusammengefallen, indem man sagen konnte, das war nicht ein Abbild der Wirklichkeit, sondern es war ein Abbild seiner Idee, seiner Hypothese. Und deswegen war das durchaus erlaubt, den Druckstock nochmal zu verwenden, einfach ein bisschen da herumzuschnitzen, das Auge größer und kleiner zu machen. Und die Frage wäre jetzt, ob Sie bei Ihren Darwin'schen Bildern so etwas auch gefunden hätten, ob dass er Bilder wiederverwendet hat, dass er Bilder etwas verändert hat und dann nochmal publiziert hat. Ist das, haben Sie das entdeckt bei Ihren Forschungen? Ja, also die Galapagos-Finken sind so ein Beispiel, was ich bis heute hochinteressant finde, und ich glaube, es zeigt auch, was man irgendwie, ist derjenige, der für ihn die Finken der Galapagos-Inseln klassifiziert hat, John Gould, war bis zum Ende seines Lebens überzeugt, dass die Arten konstant sind. Was ich sehr interessant finde, die Arbeit mit den gleichen Sammlungen, er liefert ihm das Wissen, was Darwin braucht, und dann ein anderes System übersetzt, und er ist davon, und der eigentliche sozusagen Generator dieser Daten ist nicht von dem Schluss davon daraus überzeugt. Da gibt es so einen Streit zwischen denen, der immer hin und her war, aber John Gould hat natürlich, ist ein ganz, also man kann auch erklären, warum er nicht daran geglaubt hat. Das hat einfach sozusagen jeder sozusagen Wissen, bestimmtes Wissen hat in bestimmten Räumen seinen Platz und in anderen nicht. John Gould war jemand, der Vögel klassifiziert hat. Er hat auch mit Vögeln gehandelt. Das heißt, jede neue Art, die er entdeckt hat, konnte er auch als neue Art wieder verkaufen. Er war auch der größte Generator von Vogelbildern im 19. Jahrhundert. Und für ihn war dieses Entdecken von immer neuen Arten, in der Biologie, Sie werden es wissen, gibt es ja die Lampas und die Splitter. John Gould war der größte Splitter, der all dieses auseinanderdifferenziert hat. Was passiert ist, dass John Goulds Frau die Vögel für Darwin gemalt hat, und Darwin macht dann tatsächlich das, er schneidet die Köpfe aus, vergrößert und verkleinert die ein bisschen, macht die kompatibel und setzt die so zusammen. Und Darwin an sich, im Grunde, wenn man eine Kurzfassung machen will, was Darwin macht, bis er diese Ikonen der Evolutionstheorie entwickelt, die wir heute alle ganz leicht lesen können, aber die natürlich mal Bilderfindungen waren, er benutzt Vorlagen von anderen, schneidet die aus, nimmt Teile daraus, setzt sie zu Collagen zusammen und generiert damit ein neues Bild. Also insofern, Heckels Fälschungsfall ist, glaube ich, noch mal ein bisschen komplizierter, aber tatsächlich, was er auch macht, ist, dass er also Bilder, die es schon gab, nimmt und für was, ja, und in anderen Kontext transferiert und damit völlig neue Erkenntnis generiert. Ja. Ich fand es sehr spannend, dass Sie gesagt haben, dass die Beobachtung, dass die Wissenschaftler sich über seine Sammlung streiten, ihn dazu bringt zu sagen, das liegt einfach daran, dass wir es nicht klassifizieren können, dass die Übergänge fließen. Ja. Wenn man jetzt aber von der Wissenschaftsgeschichte guckt, dann befinden wir uns in der Zeit in einer Situation, in der der Streit der Gelehrten eine neue Qualität annimmt. Also in dem das wirklich durch alle Disziplinen geht, man muss sich neu finden und man streitet sich aus. Erbitterste. Wenn man es jetzt rückkoppelt, ist es natürlich die Frage, inwieweit diese spezifische Gelehrtenhabitus zu der Zeit dann auch wieder die darwinschen Theorien rückkoppelt. Also wenn er sich vielleicht 100 Jahre vorher befunden hätte und die noch anders miteinander umgegangen wären, ist vielleicht dann doch eher auch dieses Reinpressen in Methodik und Systematik wahrscheinlich anders gelaufen wäre als 100 Jahre später. Also die Rückkopplung dann an die sozialwissenschaftlichen Hintergründe finde ich sehr spannend in dem Fall. Ja, also da scheinen Sie sich viel besser auszukennen als ich, aber es ist eine sehr interessante Beobachtung. Bestimmt, das ist eine andere Lernkultur. Also wenn Sie sich wie Gentlemen verhalten hätten,
Wäre vielleicht bis heute Uhr angefangen. Ja. Ich würde das gerne kommentieren. Also Darwin hat ja diese Lektion entdeckt. Und das ist ein naturwissenschaftliches Phänomen. Und irgendwann wäre es von einem anderen entdeckt worden. Und interessanterweise ist 20 Jahre bevor Darwin Origin of Species veröffentlicht hat, von jemandem, der sich mit Schiffbauholz beschäftigt hat, auch die Selektionstheorie schon entdeckt worden. Allerdings in einer Publikation, zu der Darwin dann später gesagt hat, also das kann man mir nicht vorwerfen, dass ich eine Publikation über Schiffsbauholz nicht kenne, das ist entschuldbar. Es wäre früher oder später die Selektion entdeckt worden. Dass Darwin der war, ist für uns insofern ein Glücksfall, als Darwin Zeit hatte, im Gegensatz zu Wallace beispielsweise, das in aller Ruhe auszuarbeiten, sodass er dann damit auch das Publikum erreichte, das er erreichen wollte. Ja, also da würde ich Ihnen auch zustimmen. Im 19. Jahrhundert gibt es ja mehrere sozusagen, die auf den Thron des Begründers der Evolutionstheorie steigen könnten. Und Darwin ist natürlich derjenige, der am besten vernetzt ist, der ja auch nach seiner Weltreise im Gegensatz zu Wallace, der immer weiter reist, vor Ort sitzt, alle Daten fließen bei ihm zusammen, er kann die ganzen, kann die Bibliotheken und die Sammlungen generieren, weil die meisten Tiere sieht man ja nicht, wenn man reist, sondern die meisten Tiere sieht man, wenn man an den größten Sammlungen ist, und das sind die Sammlungen in London, und das bringt ihn natürlich in diese Position und natürlich im Zusammenhang auch mit seiner Ausbildung, dass er derjenige ist, der diesen großen Datenberg dann generieren kann, wie er es macht in Entstehung der Arten. Ja, erstmal mal sehr, sehr herzlichen Dank für diesen tollen, reichen und spannenden Vortrag. Ich fand das ganz, ganz faszinierend, dass Sie, also Sie hatten ja am Anfang gesagt, in seinen Speicher, da kann man unter Umständen Körner einfüllen und hinterher holt man Kieselsteine raus oder so etwas. Ich fand das sehr faszinierend, dass Sie diese Wiederentdeckung oder Neuentdeckung von Dingen, die man einmal da reingetan hat, dass Sie die eigentlich doch fachspezifisch untersucht haben. Also dass Sie gesagt haben, in diesem Fach, in dem Darwin sich eigentlich zu Hause fühlt, passiert was Spannendes und dann sind seine Dinge im gleichen Fach, kriegen sie eine neue Bedeutung. Mich würde es nochmal interessieren, ob Sie einfach im Zuge Ihrer, Ihrer eigenen Forschung, vielleicht später im Zuge Ihrer journalistischen Tätigkeit, auch Beispiele gefunden haben, in denen gerade ein Blick aus einem anderen Fach auf einen Speicher Ähnliches Faszinierendes hervorgebracht hat. Also ich würde meinen, dass zum Beispiel Leo Frobenius so ein Fall wäre, dass man sagt, das ist eigentlich ein Archiv der Ethnologie und dann schauen Kunsthistoriker da drauf und dann wird was ganz anderes daraus. Und teilweise auch, da ist die Kunstgeschichte irgendwie ein weites Feld, aber diese, also was Sie bestimmt viel in Ausstellungen so antreffen, bis hin, also noch in der Dokumente, aber auch noch viel weiter, auch wenn Sie jetzt zum Beispiel in die Antis-Ausstellung gehen, dass diese Tatsache, dass, also man weiß natürlich, dass viele Plastiken aus Afrika einen großen Einfluss auf die Kunstgeschichte haben, aber häufig, wenn es diesen Zusammenhang gibt zwischen Felsbild und Höhlenmalerei und moderner Kunst, wird so ein bisschen getan, als würden diese Künstler das Wissen so aus sich heraus generieren, und das ist dann irgendwie sozusagen der Urgrund, der da irgendwie mitmalt. Und ich glaube, dass für die Kunstgeschichte diese Entdeckung ist, dass man tatsächlich diese Bilder so zurückführen kann, also dass Leo Frobenius sozusagen auf die Moderne gewirkt hat und zwar auf den ersten Schub in Europa und dann nochmal auf den abstrakten Expressionismus, dass das so ein, ja, also das von der Ethnologie zur Kunstgeschichte, das ist jetzt natürlich noch nicht so verblüffend. Ich überlege, vielleicht fällt mir noch was Verblüffenderes ein. Wenn ich auch dazu noch einen Kommentar geben darf. Ernst Haeckel war ja auch jemand, der gewaltige Sammlungen angehäuft hatte, von Diatomeen beispielsweise, Mikroorganismen. Und die Zeichnungen von Ernst Haeckel haben dann den Jugendstil beeinflusst. Zum Beispiel wurde dann ein Tor bei der Weltausstellung in Paris nach einer Diatomee geschaffen, von der Ernst Haeckel die Zeichnung geliefert hatte. Der Einfluss der Evolutionstheorie, Haeckel war ja als Evolutionist am vordersten Front, ist gewaltig. Ja. Und das ist bis heute übrigens auch nicht gut untersucht. Also es gibt Aufsätze dazu und dieses Tor wird eben immer gezeigt. Und da ist es also ist auch ja ganz evident, aber man muss sagen tatsächlich, wie diese Vervielfältigungsmaschinen gelaufen sind, und Haeckel war ja im Gegensatz zu Darwin ein viel größerer Bilderproduzent und auch hatte viel, viel höhere Auflagen. Also Haeckels Sachen sind sowohl in Frankreich als auch sehr groß in Amerika rezipiert worden, und der hat tatsächlich eine,
Ja, mit seiner, das war ja von der, praktisch von der Schiffsreise, also von Tiefsee-Organismensammlung, ein ganzes neues ästhetisches Zeitalter. Kurzform der Natur, das spricht ja schon für sich eines der populärsten Bücher von Hinterkopf. Ja, danke. Ich wollte eigentlich selbst fragen, was bedeutet dieser Unterschied, den du siehst, zwischen Intention und dann, was dabei Rezeption oder Interpretation. Was bedeutet das für die Ausstellung, die du gedacht hast? Denn du hast nur zwei Beispiele gegeben, wo du sogar selber gesagt hast. Also das hätte eigentlich jetzt nie so gedacht. Und Frau Benignus wäre jetzt höchst überrascht über was mit seiner Sammlung passiert ist. Bei Darwin ist es vielleicht eher so, dass er hat ja selber, ist selber durch seine Sammlung überrascht worden, dadurch, dass was die Sammler gemacht haben, etwas anderes, sagen wir mal, ihn in eine andere Richtung schon hat. Da hat aber, wenn ich mich richtig an Cambridge und London erinnere, seine Intention doch den durch, hat doch bestimmt, wie es jetzt zum Schau steht. Ja. Also bei der einen versucht man historische Authentizität oder so etwas zu respektieren oder darzustellen, zu verschaulichen. Bei den anderen ist es dann eben die Überraschung, das völlig andere, die völlig andere Perspektive, die dann zur Schau gestellt wird. Ja. Welchen Weg sollte man dann eigentlich gehen? Ja, das ist sehr interessant. Also ich meine, ich glaube, man kann hier in Ausstellungen nie so genau kontrollieren, wie die Sachen rezipiert werden. Das, was vielleicht auch das Tolle an Ausstellungen ist oder das Interessante für die Betrachter, dass sie eben nicht sozusagen so in so einen Kanal reingeführt werden. Aber ich glaube tatsächlich, was an historischen Sammlungen der Reiz ist, ist, dass diese Objekte im Laufe der Zeit nochmal eine andere Qualität bekommen, nämlich eine ästhetische. Also dass wir trotzdem, die meisten Objekte können wir ja irgendwie datieren. Und wir sehen sie, insofern, wir sehen sie als Objekte aus den, sozusagen, wer sich mit Äpfeln auskennen will, der kann immer noch von eigener viel lernen. Und trotzdem haben wir auch noch eine zweite Dimension, dass wir nämlich das praktisch auf diese Zeichnung dieses Mannes gucken, wie wir vielleicht auch ein Bild von Cézanne angucken und einfach davon, von der Art, wie die gezeichnet sind, von der Mühe, die da drin steckt, von diesem großen Archiv, von diesen vielen Vergleichen, die er damit hervorbringt. Und ich glaube, es ist ein bisschen so, sagen wir mal so, die naturwissenschaftlichen Museen haben eher die Tendenz, die Intention beizubehalten, während die kunsthistorischen und kulturwissenschaftlichen Museen die Tendenz haben, praktisch eine Überraschung damit einzubauen. Ich glaube, wenn man sich fragt, wie sollte man damit umgehen, man sollte es variieren. Also ich glaube, nichts ist langweiliger, als wenn man sich nur für eine Weise entscheidet. Und man profitiert davon, wenn man praktisch mit diesen Überraschungen spielen kann. Ging mir nur so gerade nicht durch den Kopf. Die historischen Sammlungen haben, glaube ich, nicht nur das Surplus, also mit Sicherheit natürlich dieses Ästhetische, aber ich glaube, sie haben wissenschaftliche Spuren, wissenschaftliche Gebrauchsspuren. Und ich glaube, also wenn man das mit dem Möbel vergleicht, wenn ich einen Lesepult habe, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, das kann ich sozusagen neu restaurieren, dann habe ich einen Lesepult. Und das ist so in etwa wie, also sozusagen der ganz objektive Beleg einfach nur. Wenn ich es aber so belasse, dann habe ich da Spuren von zwei Jahrhunderten drauf. Und ich glaube, das ist eigentlich das Interessante an diesen historischen Sammlungen, dass diese Spuren eben angelesen werden können. Ja. Also als was ein Beleg für was es zunächst benutzt wurde, wer dann damit gearbeitet hat, was es vielleicht widerlegt hat. Und ich glaube, diese Gebrauchsspuren, das könnte eigentlich auch noch ein Zyklus sein. Der Man muss sich immer fragen, wie man das in eine Ausstellung umsetzen kann. Aber ja, unbedingt. Wenn es keine weitere Frage gibt, dann habe ich noch zwei Dinge zu tun. Das erste ist, Ihnen für nächste Woche einzuladen. Dann haben wir unseren letzten Vortrag, auch eine Kunsthistorikerin, Evelyn Welch. Eine etwas andere Kunsthistorikerin, denn sie hat ihre Forschung benutzt, um große Ausstellungen zu machen, unter anderem im Victoria and Albert Museum. Sie ist dann Vice Principal of King's College London geworden. Und sie ist die Managerin ihrer Tochter, das ist eine Popstar,
geworden. Nächste Woche können Sie raten, welche Popstar das dann ist. Also dazu, zu unserem letzten Vortrag auch von ganzem Herzen eingeladen, aber jetzt erstmal noch ganz herzlichen Dank.